Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. So, wir werden jetzt einen Angriff auf die Alien-Basis vornehmen. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten und daher gibt es hier einiges nachzuholen. So, dann fliegen wir mal nach Mexiko. Oder nee? Transporter ist eingetroffen. Nee, das ist irgendwo in der Ecke von Brasilien, wie wir hier wissen. Beginnen wir den Angriff. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Das hier will ich jetzt mal unbedingt machen. Ich will den unbedingt mal lebendig einfangen in einem Let's Play. Das ist das letzte Mal etwas schiefgegangen in Unknown. Daher werden wir uns diesmal etwas mehr anstrengen. Gott allein weiß, was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Da hinten prallen wir zwei runter. Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Wir rechnen mit erbitterem Widerstand. Das werden wir schon demnächst machen. Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Es ähnelt zwar den anderen schwebenden Arten, scheint aber über viel schwerere Rüstung und Bewaffnung zu verfügen. Das scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein. Gut, dann hat auch Gay Spirit etwas zu tun mit Sturm und Schuss. In Feuerposition. Gleich in der ersten Runde geht's rund zur Zügel. Aber schlecht für die Bewegung, ja, aber. Ach Mensch, wir kommen jetzt so weit. Wir hätten wieder einen Sniper gebraucht. Aber gut, wir sehen wenigstens einen. 75, was heißt mit Doppelschuss 60%, das muss reichen. Weil mindestens einer trifft. Okay, der erste nicht. Aber der zweite. Das soll erst einmal reichen. Okay, das steht jetzt. Wir stehen jetzt hier ein bisschen doof da, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht's aus? Ich kann euch auch ein paar Zentimeter bewegen. Kann ich hier eigentlich mit Düsen hier rüber? Ich will nicht weiter was riskieren. Bin schon dabei, Commander. Wieso rede ich mich selbst mit Commander an? Majestätix Pluralis. Irgendwie sowas war da noch. Okay, dann versuchen wir mal den eins aufzubrezeln. Scheitern kläglich. Gut, dann wird das halt nix. Zieloptik registriert. Ja. Ich war wieder mit der Zieloptik und so weiter, ne? Okay, der jumpt da jetzt erstmal gemütlich vor sich hin, jumpt aber erst einmal ins Ungewisse, weil er nichts sieht. Du kannst hier aber noch etwas unterstützen. Na komm schon, ist das wirklich das Maximum, was du rausholen kannst? Spirit? Mehr nicht? Ach, shit. Hab jetzt nur an 2,50 Meter nachgedacht. Ja. Gut. Gut, dann stellst du dich mal hier hinten hin. Du machst einen Feldposten. Und du, Heavy, boah, gehst hier. So, unser neuer Panzer hier. Okay, 8 Schaden ist durchaus nicht uninteressant, aber es gibt auch gleich ein Feedback, was durchaus weh tut. Sie treten den Rückzug an. Je m'en suis occupé. Und du triffst oder triffst nicht? Triffst nicht, das ist schön. Okay, der hat jetzt mal nicht getroffen, das ist sehr schön. Da kommen aber auch schon die nächsten Drecksbiester. Ah, Mensch. Menschenskinners, was macht's denn ihr da? Das ist doch nicht zum Spaß hier. Gut, ich könnte natürlich jetzt Spirit vorrennen lassen und den halt den Schnellreflexschuss abholen, beziehungsweise seine Schnellreflexe fordern und seinen Feldposten ablurksen. Wäre durchaus nicht uninteressant. Vor allem Spirit hält der auch ein bisschen was aus. Moment jetzt mal kurz. 2, 4, 5? 2, 4. Du hältst genauso viel aus wie Kami?
Facke. Nee, Kami hält um einen Punkt mehr aus. Einen Punkt. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Madness. Okay, könntest du hier vielleicht schon was den Gegner anregen? Nö, kannst du nicht. Kannst du schon mal was abholen? Ja, von ihm. 2 Schaden, 80% ist durchaus nicht uninteressant. Da könnte man auch das mit dem Reflexschuss mal ein bisschen interessanter gestalten lassen. So. Und passt, 12 Schaden. So viel wie ein Nahkampfmodul in die Fresse. Das soll mir nur recht sein. Nochmal kurz gucken, wer steht alles noch zur Verfügung? Okay, ich stehe hier drüben mal zur Verfügung. Also, er hier, der Brick. Steht in der nächsten Runde zur Verfügung. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Du schmeißt jetzt erst einmal hier so ein Gas-Mief-Michel hin. Auch unterwegs. Wir haben ja genug Sanitäter dabei, dass das nicht so weit stört. Lass ich das machen. Ich glaube, ich renne erst einmal vor und guck mal nach, ob ich was abholen kann. An Feldposten, ja, und zwar... Na? Ja, passt. Trifft. Na gut, jetzt hab ich's wenigstens abgefangen und nicht Kami. Das hätte durchaus ein bisschen mehrer weh getan, wenn er das gemacht hätte. 41. In Ordnung, Kommandant. Was zum... Was? Hey! Hey! Was machst du da für einen Blödsinn? Was mach ich da für einen Blödsinn? Das ist die bessere Frage. Ach, shit. Ja, gut. Spirit kann nicht. Wer kann noch? Nur die zwei. Kann vorrennen. Kann hier hingehen. Ah, das passt mir jetzt so gar nicht, dass das schief gegangen ist. Gut, aber wir holen jetzt erst einmal den Gegner mit dem größeren Schaden vom Himmel, beziehungsweise von den Füßen. Das bist erstmal eindeutig du. Bist auch das größere Ziel. So. Und du, Michel, habe ich dich komplett falsch platziert. Du rennst jetzt erstmal hier rüber und versuchst, wenigstens etwas zum Trupp vorzustoßen. Ja. Es ärgert mich jetzt gewaltig, dass ich mich da vertippt habe. Feindkräfte versuchen, sich zurückzuziehen. Okay, das ist interessant. Gut, wenigstens ist es daneben gegangen. Wenigstens. Und ich höre eine Disc. Naja. Mit den Max auf so engen Raum zu spielen, ist doch ein wenig interessant gestaltet. Na gut. Sollen wir jetzt aber nicht weiter kratzen. Renn jetzt nochmal etwas weiter vor, weil je näher, desto unwahrscheinlicher ist, das daneben zu schießen. Das heißt, du holst jetzt erstmal den hier vom Himmel. 71%. 71 verdammte Prozent. Ja, was auch ever. Okay, dann pflanzt dich mal hier hin, Spirit. Und probierst du nochmal das auszubügeln, was Kami nicht ganz geschafft hat. Fast. Aber auch nicht schlecht. So, You mache erst einmal Nixe. Weil du so Nixe basten. Baste mir ist er gar nicht. Wo setze ich dich hin? Wenn du jetzt schon in der nächsten Runde nicht ballern kannst. Wobei, wenn er jetzt den runterholt vom Himmel, wäre das durchaus nicht scheiße. Erst einmal gucken, wie viel prozentuale Wahrscheinlichkeit hast du eigentlich. Unter 50%. Na. Dann riskier es überhaupt nicht. Ohne Deckung dazustehen. Ähnliches läuft bei dir ab. Drücke vor. Siehst nichts. Und ohne Deckung lasse ich dich da nicht im Raum stehen. So, ich selbst. Moami. Du stehst dich mal hier. Siehst nichts. Machst einen Feldposten. Und ich versuche jetzt nochmal dasselbe, was Kami versucht hat. Vielleicht ein bisschen näher.
So. Oh, wobei der da hinten, ja, der macht nicht annähernd so viel Schaden, ist auch die Wahrscheinlichkeit nicht besonders höher. Das heißt also, probiere ich es nochmal. Das sieht krampfhaft tot aus. Ziel getötet. So. Ich werde hier beschossen. Gut, dass du Kami nicht anvisiert hast, weil der hätte doch ein bisschen Kontra gegeben. Und zwar ein bisschen kräftigeres. So, dann lassen wir Spirit den letzten Schuss von der Ecke hier. Und er fliegt erst einmal in dieses komische Gewürm da unten. Ich frage mich bis heute, was das ist. Aber gut, das ist jetzt erstmal Nebensache. Packen wir es an. Wir gehen jetzt erst einmal nach und gucken mal, ob wir in den nächsten Runden hier was heilen können. Weil das wird jetzt erst einmal nötig sein. Das heißt, ich habe jetzt auch ein bisschen was eingesteckt, Kami hat ein bisschen was eingesteckt und wir haben jetzt unsere Reservemotoren fast schon aufgebraucht. Ist jetzt nicht so geil, aber ich könnte mich theoretisch selber heilen, aber ich will das erst einmal in einer passenderen Situation haben, dieser heilende Nebel. Naja, werde ich dann vor Ort ausprobieren. Gehe ich hier hin? Also geht der Kami hier hin und lädt nach. So. Rechargement terminé. Ziel bestätigt. Jetzt gehen wir erstmal alle auf einen Haufen. Wenn jetzt eine Granate vorbeikommen würde, dann hell, dann wäre das ein bisschen unangenehm. Aber wird jetzt erstmal einen Kauf genommen, denn der Gegner müsste auch erstmal so weit herkommen. So. Wie schaut's aus? Gesundheit repariert sich zu 2 Punkten. Okay, ich höre auch Mutons. Ist hier schon the final stage? Das war ja echt fix, hä? Mit den Mechs geht das durchaus ganz ziemlich flotto lotto hier. Und zwar erst einmal heil ich mich. Du bist gleich wieder im Gefecht. 6 Punkte. Hab nur noch einen Schwachpunkt. Rücke vor. So. Wir sehen hier nichts, machen hier einen ganz gemütlichen Feldposten und warten dann ab, wie es dann hier weiter aussieht. Gehen wir jetzt erstmal wieder Symmetrie-fanatistisch her und gucken uns das an. Du gehst hier hin, dass sie gleich über dieses kleine Ding drüber hupfen können. Sag bloß, die brauchen für sowas ein Jump-Modul oder irgend so etwas. Naja. Naja. Spirit geht hier hin, weil da müsste er wieder außen rumgehen, das möchte ich eher weniger. Du lädst nach. Los jetzt. So. Nein, nicht direkt. Tut mir leid. Okay, dann werde ich mal hier hingehen. Nee, Kami wird das machen. Und sieht nichts. Passt mir jetzt nur mäßig. Nee, Final Stage ist noch lange nicht. Hier, kommt ja erst einmal das hier, ne? Kennen wir ja noch vom letzten Mal. Das wird jetzt eher etwas mäßig sein. Und ich bin gespannt, wie wir das lösen. Vor allem, weil wir diesmal überhaupt keinen Sniper dabei haben. Wir haben bis jetzt einen Run komplett ohne Sniper. Für mich eine Premiere. Geht in Ordnung. Und, ja, da bin ich mal gespannt, inwiefern sich das weiter auswirkt. Feldposten. Und du gehst dann hier hin. Machst einen Feldposten. Du machst dich hier in der Mitte bequem. Hast ja die dickere Wumme. Das heißt also, die ganzen Heavies rennen vor. Und du machst hier auch einen Feldposten Spirit. So, wie gesagt, so was machen. Und du pflanzt dich hier mal in die Nähe von Spirit. Aus dem einfachen Grund, du sollst nicht zu weit hinten liegen. Für den Fall, dass da doch mal irgendetwas sagt. Und sagt so, hallo, hier, ich habe Ihnen was zu verkaufen. Möchten Sie da mal an diesen komischen Schaft ziehen? Na gut, das wird eine Granate sein, ne? Was? Das kommt mir jetzt um ein ganzes Stück kürzer vor. Haben die Map modifiziert? Das kommt mir alles etwas anders vor. Komisch. Gut, das werden wir ja gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Ihr habt tatsächlich die Map modifiziert. Das Ding hier ist neu. Dieser Huckel. Oder kommt er hier danach? Ich weiß nicht mehr. Das werden wir dann nochmal sehen.
Ist jetzt nicht so wichtig, dass ich mich jetzt da weiterhin vertiefe. So, siehst du irgendetwas Interessantes? Was lagern sie nur in diesen Tanks? Snickers. Unmengen davon, weil es auf dem Mars kein Snickers gibt. Okay, und darum werde ich mich hier mal hinsetzen und mal runtergucken. Schalten wir sie ab.